bin die Mama von Tura Jihangir, leben in Deutschland, komme aus dem NRW. Als Tura Jihangir 3 Monate alt war, haben wir bei ihm Whitespots auf der Haut entdeckt und wussten halt nicht, wovon das kommt. Ja, dann wurde in Deutschland in den Krankenhäusern halt erforscht, was man machen kann. Es ist wirklich eine sehr seltene Krankheit auf der ganzen Welt. Und dadurch, dass es so selten ist, wussten nicht, welche Medikation richtig ist für Tura. Wir haben dann halt erforscht, wo wir weiterhin seine Medikation, seine Behandlung weiterführen können und haben durch Bekannten und durch Recherchieren. Genau, und dann kamen wir auf das Krankenhaus Medipol in Istanbul. Als wir dann halt nach Medipol gekommen sind, nach Istanbul, haben wir uns direkt zu Hause gefühlt, weil es einfach die Atmosphäre und die Menschen sind total warmherzig gewesen. Die Frau Topçu hat uns richtig warmherzig aufgenommen, ist auch für uns mittlerweile wie eine Familie. Ist nicht wie, als wäre es unsere Ärzte, sondern als wäre es wirklich eine Familie von uns. Wir sind sehr, sehr dankbar und sehr glücklich, dass wir hier sind. Tura şu anda 7 yaşında. Yaklaşık 5 yıldır Tura'yı takip ediyoruz. Artık aile gibi olduk. Hasta bize ilk tekrarlayan nöbetleri, epilepsi nöbetleri nedeniyle başvurmuştu. Fakat hastamızın asıl sorunu tüberoskleroz denen bir hastalığıydı. Tüberoskleroz genetik orijinli bir hastalık ve çok fazla epilepsi, konuşma bozukluğu, dikkat eksikliği, davranış sorunları şeklinde birçok sorun yaratan bir hastalık grubu aslında. Bir kompleks hastalık. Hastamızı öncelikle video ege monitörizasyona yatırdık. Nöbetlerini görmek ve değerlendirmek için. Değerlendirdiğimizde hastanın nöbetlerinin epilepsi cerrahisi için henüz erken olacağı sonucuna vardık ve öncelikle tedavisini değiştirmeyi planladık. Almakta olduğu tedavileri basamak basamak değiştirdik. Tabii ki bu tarz hastalıklarda hiçbir zaman hızlı hareket edilmez. Yakın takip edilir ve uzun süreçle takip edilir. Erst wurden verschiedene Behandlungen, verschiedene Untersuchungen gemacht, damit wir überhaupt einen Weg gehen können. Dann wurde die Medikation so weit wie möglich gut eingestellt und er wurde nach einer Woche anfallsfrei, was er in Deutschland nicht wurde. Ich hoffe, es wird weiterhin so gut laufen und dass er auch anfallsfrei bleibt. Tedavi değişikliğiyle birlikte çok güzel cevap aldık. Hastanın nöbetleri önce büyük oranda azaldı. İkinci tedavi değişikliğiyle birlikte de tamamen sonlandı. Hastamızı yaklaşık 4 yıldır nöbetsiz olarak izliyoruz. Ve özellikle bu tarz hastalığı olan grupta Jihangir en iyi durumda olan hastalardan bir tanesi. Tabii ki sadece ilaç tedavisi, tetkik yapmak yetmez. Hastayı desteklemek de gerekiyor. Bunların yanında hastaya özel eğitim, konuşma terapisi, özellikle kreş, oyun grubu takibi de önerdik. Ve bütün bunların sonucunda hastada çok önemli bir yol kat ettik. Nöbet kontrolünü sağlamak uzun süre gerektirebiliyor. O yüzden ne kadar erken tanı, o kadar bizim için güzel ve sağlıklı çocuklar anlamına geliyor. Wo wir halt Tuberosasklerose Diagnose bekommen haben für unser Sohn, war als erstes unsere Welt komplett am Ende und als wären wir vom Erdboden verschluckt worden. Also so haben wir uns gefühlt als Mama und Papa. Aber wir haben gelernt halt als Mama und Papa stark für Tura zu sein, dass wir immer für ihn kämpfen müssen. Und dass wir halt das Beste für unseren Sohn geben müssen. Das ist das ganz, ganz Wichtige. Dass man nicht halt sagen soll, nee, er hat jetzt die Krankheit, ich gebe auf. Sondern weiterhin als Mama und Papa stark bleiben. Das ist ganz, ganz wichtig. Der uns diese Klinik empfohlen hat. Und ja, ich wünsche, dass das so weiterhin gut laufen wird. Ich bedanke mich bei Ihnen.